Ein Mehrfamilienhaus an der Sterkrader Straße in Bottrop. Hier wurde 1994 ein Welthit geboren. Die Beteiligten, ein Jazzpianist aus Kalifornien und zwei junge Musikproduzenten. Bingo Kais. Seit 5 Jahren arbeitet das Produzententeam zusammen. In der Diskothekenszene hatten sie bereits kleinere Erfolge, jetzt ist der ganz große Wurf gelungen. In Zusammenarbeit mit John Larkin, alias Scatman John. Also der ist hier hingekommen und hatte keine Idee, was daraus wird. Wir hatten auch keine Idee. Dann haben wir einfach spontan so eine Session gemacht, haben etliche Gesangsspuren aufgenommen, ohne überhaupt einen Song zu haben. Und der hat dazu auf dem Klavier, weil er ein verteufelt guter Pianist ist, improvisiert. Samplen heißt das Zauberwort der Branche. Kleinste Tonfetzen werden kopiert und können anschließend beliebig miteinander kombiniert werden. Singt das nicht. Da kommt man auf Ideen, auf die würde ein Sänger im Studio nie kommen. Keiner würde auf die Idee kommen, ding 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 oder sowas zu machen. Das ist einfach dieses Maschinelle da dran und das hat auch so seine Qualität. Der Song aus Bottrop ging durch die Decke. Und stand am Ende in den Charts ganz oben. Scatman John kannte jetzt jeder.